Mein Name ist Uwe Diekmann, bin 56 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, bin Steuerberater aus Köln und geschäftsführender Gesellschafter der ETL GDS Steuerberatungsgesellschaft. Wir starten jetzt beim Race Across Germany mit einem Team von ETL GDS Mitarbeitern und versuchen in 48 Stunden von Flensburg nach Garmisch mit dem Fahrrad zu kommen. Wir machen das als ETL-Team, das heißt, ich bin der Fahrer und werde von meinem Mitarbeiterteam begleitet auf der Strecke, die mich supporten. Wir haben zwei Leute dabei, die gerade eine Ausbildung im zweiten Lehrjahr sind bei uns. Wir haben Büroleiter mit dabei, wir haben Anwärter für Steuerberater-Examen mit dabei. Radsport-Erfahrung hat nur unser Diego eigentlich, der selbst aktiv ist und der auch, denke ich mal, trotz seiner 19 Jahre auch im Team eine tragende Rolle wird spielen können, weil er einfach die sportliche Erfahrung hat. Ich bin natürlich schon gespannt zu schauen, wie verhalten sich Charaktere in Stresssituationen, auch wenn sie, ich sag mal, über ihre persönlichen Grenzen hinausgehen. Wie teamfähig sind wir dann alle noch miteinander? Wie gehen wir auch damit um, wenn einer mal eine schlechte halbe Stunde hat? Das wird uns als Team auch zusammenschweißen. Wir haben das Ganze zum Anlass genommen, um auch für die ETL-Stiftung Kinderträume Spendengelder einzusammeln. Und mit dem Geld werden dann verschiedene Projekte, kinderspezifisch vom Kinderhospiz hin bis zu Kinderkliniken, auch Freizeitgestaltungen für schwerbehinderte Kinder beispielsweise unterstützt, unabhängig davon, wie das sportliche Rennen an sich dann verläuft. So, und jetzt geht an den Start um 8.32 Uhr. Uwe Diekmann. Jetzt wird's ernst. Ja, jetzt wird's ernst. Es läuft alles nach Plan. Der Puls ist, glaube ich, noch ein bisschen hoch, die Nervosität ist noch ein bisschen da, aber das wird sich jetzt in den nächsten 20, 30 Minuten wahrscheinlich legen. Wir fahren mal weiter. Alles gut, alle verlieren gerade Zeit, es kann nicht raus. Sind alle falsch gefahren. Mit den Organisatoren, es wird uns alles zugeschrieben. Ja? Macht dir keinen Stress. Wir sind gerade planlos, wir werden mal sehen. Wir müssen jetzt die richtige Route finden und das ist jetzt gerade technisch eine Herausforderung. Mal schauen, wie wir jetzt wieder auf die richtige Strecke kommen. Wir müssen jetzt zurück, gucken, wo Uwe ist und mal gucken, ob wir das Fahrrad wieder gefixt kriegen. Das kriegen wir schon hin. Hallo? Wir geben ein bisschen Gas. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Komm, drück. Ja, das glaube ich. Ja, ja, auf jeden Fall. Wir kommen. Hier das Fahrrad. Er kann nicht mehr schalten. Wasser ist dran, es geht weiter. Wir haben jetzt 260 Kilometer. Lieber es passiert jetzt, als in der Nacht und alle sind fertig. Top. Uwe! Halbe Stunde ist dein Fahrrad fertig. Ja, super, ist geil. Das läuft wieder. Ja, das wäre super. Das ist wir super Motivation. Wir haben das Fahrrad vom Erstplatzierten genommen. vom Erstplatzierten. Einfach aufgezogen. Es macht aber Spaß, das ist ja was ganz anderes. Also das ist ja natürlich die Arbeitskollegen untereinander, wir sind eine relativ junge Truppe. Das heißt, wir verstehen es untereinander, unternehmen auch ab und zu mal was privat zusammen oder machen Ausflüge als eine Firma. Aber jetzt das Rennen über, wir sind ja jetzt 6 Tage aufeinander, ist es ja natürlich was ganz, ganz anderes. Das kann man gar nicht vergleichen.
Und so sieht man es. Ich denke mal, so kann man sich auch mehr kennenlernen. Und ich glaube, das Team schweißt das einfach viel mehr zusammen. Es ging wirklich gar nichts mehr. Wir hatten 30 Grad draußen, es war bergig. Da habe ich nur gedacht, okay, jetzt bleibe ich jetzt erstmal hier. Ich fahre jetzt erstmal keinen Meter weit, ich regeneriere mich mehr so. Und dann, ich sag mal, dank dem Team und dank Diego von meinem Team, der dann ja auch begleitend mit mir ein bisschen mitgefahren ist, kommt man dann wieder in den Rhythmus rein. Aber eigentlich steigt kein normaler Mensch danach mehr aufs Fahrrad. Wir stehen hier vor dem schönen Alpsee in Garmisch, weil wir heute Mitternacht entschieden haben, abzubrechen, weil ich ziemlich Rückenprobleme hatte und auch Probleme mit Entzündungen hier im Oberschenkelbereich vom vielen Sitzen. Das hat halt nicht 100% geklappt. Und wir haben dann nach 750 Kilometern gesagt, jetzt reicht es, Safety first, Gesundheit first. Und wir uns auch ausgerechnet hatten in der Mannschaft, dass wir, wenn nicht vor 17 Uhr hier sein werden und uns das dann eigentlich auch, wenn man sagt, 60 Stunden durchgefahren, auch für das Begleitteam, dass das eigentlich zu risikobehaftet ist, weil wir nehmen am Straßenverkehr teil, da kann dann mit Unaufmerksamkeit halt schnell was passieren. Und so haben wir dann als Mannschaft entschieden, dass wir gegen Mitternacht sagen, okay, das war's, 750 Kilometer. Ich denke, wir haben unser Ziel erreicht. Vielleicht nicht unbedingt das sportliche Ziel, 1100 Kilometer durch Deutschland zu fahren, aber wir sind menschlich sehr zusammengewachsen. Das ETL-Team hat wunderbar funktioniert. Wir können also mit dieser Anführungszeichen Niederlage ganz gut umgehen im Team. Fühlen wir das auch gar nicht als Niederlage, sondern eigentlich schon als Sieg über uns selber. Das Team ist auch an seine Grenzen gegangen und das ist auch eine Hochachtung. Und das war auch eines der Gründe, wo wir gesagt haben, wir wollen das auch nicht überreizen und jetzt auf 60 Stunden gehen. Ne? Also das ist auch irgendwann, muss man dann die Vernunft letztendlich auch walten lassen. Wenn man sowas macht, dann ist es bei mir so, brauche ich ja ein übergeordnetes Ziel. Und das übergeordnete Ziel ist ja nicht, dass ich der Welt zeige, dass der Uwe Diekmann von A nach B fahren kann, 1100 Kilometer, sich keiner vorstellen kann, dass das so geht, sondern eigentlich will ich ja dieses Event nur dafür nutzen, Leute zu motivieren, zu spenden. Ich glaube, und das ist ja die Botschaft, warum macht man sowas, uns geht's gut. Unsere Sorgen, mir geht's gut, meiner Familie geht's gut, unseren Mitarbeitern geht's gut. Und ich glaube, wenn wir ab und zu mal daran denken, an die Leute, die es nicht so gut geht, insbesondere den Kindern eine Chance zu geben, und zwar nicht nur Deutschland, sondern weltweit, dann haben wir ganz, ganz viel erreicht.